Aktuell brodelt es wieder auf dem Balkan, der ja als das Pulverfass Europas gilt. Es gibt dabei erneute Spannungen im nicht enden wollenden Konflikt zwischen dem Kosovo und Serbien, was die NATO kürzlich dazu veranlasste, ihre Präsenz im Kosovo zu erhöhen. Der Kosovo wird dabei seit über einem Jahrzehnt von einem Großteil der Mitglieder der Vereinten Nationen als unabhängiger Staat angesehen. Serbien und seine Verbündeten sehen ihn aber weiterhin als Provinz des serbischen Staatsterritoriums an. Dann gibt es noch Albanien, das aufgrund der ethnischen Zusammensetzung des Kosovos starken Einfluss auf diesen nimmt. Und dann ist der Kosovo auch noch ein wichtiges Puzzleteil im geopolitischen Machtkampf zwischen der NATO und Russland. Wir schauen uns deshalb heute an, wie es zur Abspaltung des Kosovos kam, wer ihn als unabhängig anerkennt, welchen Einfluss die Großmächte haben und ob dort ein neuer Krieg droht. Bis in die 90er Jahre war der Kosovo ein Teil Jugoslawiens, welches ja von Belgrad im heutigen Serbien regiert wurde. Nach und nach spalteten sich aber immer mehr Regionen ab und wurden unabhängig. So wurden schließlich Slowenien, Kroatien, Bosnien und Mazedonien im Verlauf der 90er Jahre zu unabhängigen Staaten. Aber auch im Kosovo gab es ein starkes Streben nach Unabhängigkeit, besonders als der jugoslawische Präsident 1989 den Bürgern dort einen Großteil ihrer Autonomierechte wieder nahm und den Kosovo wieder stärker an den Zentralstaat knüpfte. Dabei wurde die albanische Sprache weitgehend verboten und die Kosovo-Albaner wurden zu großen Teilen aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Die ethnische Gruppe der Kosovo-Albaner machte allerdings ca. 88% der Bevölkerung aus, wohingegen die Serben mit ca. 7% nur einen ziemlich kleinen Teil der Bevölkerung ausmachten. Und so war ein Konflikt natürlich vorprogrammiert. So wurde bereits 1992 erstmals die Republik Kosovo ausgerufen, die international allerdings nur von Albanien anerkannt wurde. Der Kosovo schien dabei international keine wirkliche Beachtung zu finden. Denn im Vertrag von Dayton, der 1995 das Ende der Kriege in Kroatien und Bosnien brachte, gab es keine Lösung für den Kosovo. Konflikt. Daraufhin wurde auch im Kosovo die Unabhängigkeitsbestrebung immer gewaltvoller geführt und es entstand die Befreiungsarmee des Kosovo, die zunehmend gegen die serbische Hoheit über den Kosovo ankämpfte. Die jugoslawische Führung schlug allerdings hart zurück und der Konflikt schaukelte sich immer weiter hoch. Beide Seiten verübten dabei Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Besonders aber ein Vorfall, in dem im Januar 1999 in einem Dorf die Leichen von 40 getöteten Albanern gefunden wurden, machte international Schlagzeilen. Daraufhin sahen sich die USA dazu bereit, in den Konflikt einzugreifen, mit dem erklärten Ziel, eine humanitäre Katastrophe im Kosovo zu verhindern. So führte die NATO schließlich zwischen März und Juni 1999 einen Luftkrieg gegen Serbien durch. Der Einsatz war dabei allerdings nicht ganz unumstritten, da er ohne ein Mandat der Vereinten Nationen durchgeführt wurde. Dieses Mandat wäre nämlich aufgrund des Widerstands der Russen und der Chinesen nicht zu bekommen gewesen. Schließlich wurde ein Frieden ausgehandelt und der Kosovo wurde unter UN-Mandat gestellt, militärisch aber von der NATO überwacht. Trotzdem gehört er formal weiterhin zu Jugoslawien. Aber der Frieden war nur brüchig und es brachen im Kosovo immer wieder große Aufstände aus. Die beiden Volksgruppen der Kosovo-Albaner und die der Serben führten immer wieder Angriffe und Anschläge auf die jeweils andere Seite durch, weshalb sich die UN dafür einsetzte, den Unabhängigkeitsprozess zu beschleunigen. Und so kam es schließlich, dass sich der Kosovo im Jahr 2008 für unabhängig erklärte. Die Unabhängigkeitserklärung wurde dabei bis heute von 117 der 193 UN-Mitglieder anerkannt. Allen voran natürlich von den USA und einem Großteil der EU. Insbesondere aber Serbien und seine Schutzmacht Russland sprachen sich gegen die Unabhängigkeit des Kosovos aus. Dabei gab es auch 5 EU-Mitglieder, die sich dagegen aussprachen. Dabei handelte es sich aber um Länder, die eigene Probleme mit dem Zusammenhalt im Land haben, wie zum Beispiel Spanien. Durch die Unabhängigkeitserklärung wurden die Risse zwischen beiden Bevölkerungsgruppen allerdings noch größer und die Regierung hat bis heute keine wirkliche Hoheit über die von Serben dominierten Gebiete. Auch Aufbauhilfe durch die Vereinten Nationen konnte nur sehr eingeschränkt geleistet werden, da sie stets am Veto Russlands scheiterte. Und so ist der Kosovo auch heute noch eine der wirtschaftlich rückständigsten Regionen in Europa. Die sehr hohe Arbeitslosigkeit führte zudem dazu, dass viele das Land verließen, um in den Nachbarstaaten oder in Zentraleuropa nach Arbeit zu suchen. Und bei jeder möglichen Gelegenheit geraten der Kosovo und Serbien wieder aneinander. So versuchte die Regierung des Kosovos mehrmals einheitliche Kennzeichen für alle Bürger des Landes einzuführen, woraufhin die ethnischen Serben im Norden des Landes Straßen blockierten und die Polizei angriffen. Zur Unterstützung schickte Serbien das Militär und Flugzeuge an die Landesgrenze, woraufhin auch die NATO ihre Präsenz im Kosovo weiter verstärkte. Der Konflikt ist also bei weitem nicht gelöst und es könnten dort jederzeit wieder Kämpfe ausbrechen. Viele werfen dabei auch Russland vor, aktiv die Spannungen zu fördern, um eine neue Kriegsfront in Europa zu eröffnen. Aktuell hält der Frieden allerdings noch an, was unter Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft beider Staaten hoffentlich auch so bleibt. Ein weiterer seit Jahrzehnten andauernder Konflikt ist der zwischen Armenien und Aserbaidschan. Auch hierüber habe ich bereits ein Video gemacht über die Hintergründe des Konflikts. Ich verlinke euch das Video direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.